Ihr Lieben, es gibt wieder so viele Kommentare von euch und da müssen wir uns ja wieder welche beantworten. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, welche Art von Videos, das ich machen soll oder welchen Content ich machen soll, sagt's mir ruhig, weil ich meine ja nur zu wissen, was euch gefällt. Also ich mache nur das, was ich denke, was mir gefällt. Und das muss ja nicht zwangsweise sein, was euch gefällt. Also man... Ich stehe zum Beispiel auf so einen richtig großen, dicken Schwein. Also, der darf auch schon so ein bisschen rühren. Schweizer Käse heute. Und wenn ihr auch auf Schweizer Käse steht, dann schreibt es mir in die Kommentare, beziehungsweise auf was ihr sonst noch so steht. Kommentare kommentieren. Jetzt bei Mach's dir selbst. Yahoo.de, hallo meine Lieben, der Andi von Töricht hier. Fangen wir an mit dem ersten Kommentar und zwar ist der vom Gary. Also jetzt reicht's, Kanal ist abonniert. Vielen Dank für deine tollen Videos. Wenn ich jetzt noch die Rauschunterdrückung finde, die bei einer verzerrten Gitarre den Hintergrunddröhne beseitigt, bin ich erstmal glücklich. Also vielen lieben Dank für das Lob. Ja, Gitarren oder auch generell, wenn ihr was aufnehmt, es gibt so einen Spruch im Englischen, der heißt You can't polish dirt, also man kann Scheiße nicht polieren. Achtet also immer drauf, dass eure Aufnahmequalität, es muss schon beim Aufnehmen gut klingen. Wenn es beim Aufnehmen scheiße klingt, nicht mit dem Mindset, ja, das fixt man dann später im Mix. Nein, es muss schon bei der Aufnahme gut klingen. Und wenn ihr da eben so ein Brummgeräusch habt oder irgendein anderes Störgeräusch, dann arbeitet euch bei der Problemlösung vom kleinsten Problem zum größten möglichen Problem vor. Beispiel, habe ich einen Brumm in der Gitarre, wäre mein erster Punkt in der Fehlersuche, stecken die Kabel richtig drin? Ja, ist irgendwie ein Stecker locker? Oder ist, dann würde ich das Kabel tauschen, dann würde ich einen anderen Kanal mal benutzen. Manchmal ist es sehr erstaunlich, wie einfach die Lösung dazu war. Wenn ihr es hingegen schon aufgenommen habt, dann gibt es natürlich im Postprozess auch noch einige Möglichkeiten, wie ich sowas unterdrücken kann. Ist es nur so ein Standardrauschen, das nicht so wirklich laut ist, dann würde zum Beispiel von Sonidas das Gate reichen, das bei Cakewalk dabei ist. Das heißt, alles, was unter bestimmten dB-Wert ist, wird komplett gemutet. Wenn es natürlich so ist, dass das Störgeräusch fast genauso laut ist wie das Nutzgeräusch, dann gibt es noch eine Möglichkeit und zwar von Isotope. Das kostet aber, ich habe euch mal einen Link in der Beschreibung, ist ein Affiliate-Link. Ich kriege eine Kleinigkeit dafür, wenn ihr das nehmt. Ich habe das auch im Einsatz und zwar ist das Elements RX von Isotope und das ist schon sehr, sehr geil. Vor allem, wenn du da solche Störgeräusche hast, hat mir mal eine Live-Session-Aufnahme gerettet, weil da hat man dann auch so einen Brumm drin und mit der Software konnte ich das dann ganz einfach rausrechnen. Aber don't fix it in the Mix, also nicht im Mix reparieren. Schaut, dass ihr qualitativ hochwertige Aufnahmen habt. Punkt. Keine Ahnung, warum du so wenig Aufrufe hast. Bestes deutsches Cakewalk-Tutorial, was ich bisher gefunden habe. Danke dir. Danke dir. Alex hat mal wieder geschrieben, hallo Andi. Kurz mal dumm gefragt, KMDG. Ist wichtig, was man bei Dithering einstellt. Also Dithering oder anders. Immer wenn ich ein Audiosignal, ein digitales Audiosignal umwandle, zum Beispiel in eine andere Sampling Rate, dann entsteht Quantisierungsrauschen. Und Quantisierungsrauschen ist so eine Art hörbarer Rechenfehler. Hört sich ungefähr so an. So ein bisschen wie ein Modem auf Speed. Mit Dithering wird dann auch ein Rauschen erzeugt, das genau dieses unangenehm klingende Rauschen überdeckt oder maskiert. So, und da gibt es jetzt bei Cakewalk vier verschiedene. Triangular und dann Rectangular und dann gibt es Power 1, 2 und 3. Und das sind verschiedene Qualitätsstufen. Das qualitativ minderwertigste ist Rectangular. Das macht im Endeffekt nur ein weißes Rauschen und versucht es zu überdecken. Ist aber von der CPU-Last am ressourcenschonendsten, sage ich mal. Dann geht es bis zu Power 3 hoch. Und das ist das aufwendigste, CPU-intensivste, aber das transparenteste. Ich für meine Zwecke nutze immer Power 3, aber das braucht ihr auch nur dann, wenn ihr in eine andere Sampling Rate zum Beispiel konvertiert. Oh, Tranks! Hey, wie geht's? Freut mich, dass ich auf deinen neuen Kanal gestoßen bin. Ja, danke, mir geht's gut, aber schreibt mir nicht.
Innenstadt auf? MS schreibt, hatte lange Probleme mit Klicks und Pops und wusste nicht warum. Tatsächlich lag es an der Virtual Machine Plattform und dem Windows Hypervisor, den ich für WSL 2 gebraucht habe. Ja, jetzt werden viele von euch ein Fragezeichen im Gesicht haben. WSL 2 und so, was ist das alles? Hat nichts mit Cakewalk zu tun. Hier geht es um einmal Virtualisierung, also Betriebssystem innerhalb Betriebssystem. Ist auch nicht wichtig, was es jetzt genau ist. Es geht nur darum, dass es verschiedenste Programme, Anwendungen, Treiber und Dienste gibt, die dir einfach der Latenz zum Beispiel verhageln können bei Cakewalk. Und das können wirklich die verschiedensten Sachen sein. Ich habe da ganz cooles Tool, das ist kostenlos. Und zwar heißt es LatencyMon. Ich habe auch mal einen Link in der Beschreibung. Damit könnt ihr euch eure Systemlaufzeit messen lassen und dann zum Beispiel sehen, welche Dienste oder Treiber zum Beispiel euer System verlangsamen und somit auch eine Echtzeitaufnahme verhindern oder so ein bisschen trüben. Ich sehe Frank Haunschild-Poster an der Tür. Ja, mein Kopf ist so viel los. Und stell dir mal vor, ihr müsst mal das ganze theoretische Notengedöns auswendig, Kinder. Ich bin immer fasziniert, wenn das jemand kann. Aber schön, dass es jemandem auffällt. Ja, und dann haben wir noch John Alia. Gute Videos. Könntest du mal zeigen, wie man den Step Sequencer benutzt? Und gibt es eine Übersicht, wo man sieht, welche Trommel auf welcher Tonlage liegt? Ja, zum einen zum Step Sequencer. Da haben wir hier Teil 5 vom Cakewalk Einsteiger Tutorial mit dem Titel Step Sequencer. Also guck da doch mal rein. Und wenn du jetzt mit der Tonhöhe meinst, also damit jedes Schlagwerk auf eine bestimmte Note zugewiesen wird, weil standardmäßig stehen ja noch nur diese Zahlen drin. Und es kann natürlich vor allem beim Einstieg ein bisschen blöd sein. Weil wer weiß denn zum Beispiel, dass die Kick auf der 38 liegt? Aber das könnt ihr ganz einfach umstellen. Als erstes fügt ihr zum Beispiel SE-Drums ein als einfache Instrumentenspur. Dann braucht ihr den Inspektor, wenn er noch nicht offen ist, mit I. Und dort wechselt ihr dann auf den MIDI-Tab unten. Und dann endet ihr den Output auf New Drum Map SI Drum Kit. Sollte dieses Drum Map nicht da sein, dann könnt ihr auch eine Standard MIDI GM nehmen. Das funktioniert dann genauso. Und wenn ihr jetzt den Step Sequencer aufmacht, seht ihr statt den Nummern den Namen. Ist dann auch in der Pianorolle sichtbar. Wie praktisch. Du gibst dir echt viel Mühe mit deinen Videos. Hoffe, du bekommst mehr Zuschauer. Ja, das hoffe ich doch auch. Lass uns doch mal Folgendes machen. Lass uns mal 100 Subscriber kriegen und wenn ich 100 Subscriber habe, werde ich eine ganze Woche bei dem Dreh den hässlichsten Pulli tragen, den ich finde. Und da macht man zukünftig immer einmal in der Woche so einen hässlichen Pulli-Tag. Bis mal 200 Abonnenten, lasst mal es einfach. Also, nächstes Ziel, 100 Abonnenten. Und bis dahin gibt es hier noch ein Video und drunter auch noch ein Video. Ja, Bussi aufs Bauchi-Bärli und Servus.